Im Mannschaftsbus sitze ich vorne rechts. Warum? Weil da eigentlich immer der Trainer hockt und sich auch keiner neben mich setzt. Wenn wir den Titel verteidigen, dann freue ich mich am meisten für die Spieler, die gezeigt haben, dass ihr Talent auch ausreicht, um mit Engländern, Spaniern und Franzosen mitzuhalten. Mayo oder Ketchup? Mayo. Dusche oder Wanne? Dusche. Wenn die U21 gegen die A-Nationalmannschaft spielen würde, dann würden wir einen stärkeren Gegner abgeben als das ein oder andere Freundschaftsspiel, was die A-Nationalmannschaft hat. Und wenn die U21 gegen die A-Frauennationalmannschaft spielen würde? Da würden wir aufgrund der Körperlichkeit gewinnen. Den schöneren Fußball könnten dann eventuell die Frauen spielen. Wie geht die Säge? Ja, kann ich jetzt nicht vormachen. Warum nicht? Ja, weil der Bildausschnitt reicht nicht. Welcher Spieler macht am meisten Quatsch? Da haben wir echt viele mit gutem Ansatz. Ich denke aber, dass Mo Dahoud auch schon weit vorne ist. Haben die Spieler einen Spitznamen für Sie? Zumindest mal keinen, den ich kenne. Wenn, dann müssen Sie die Spieler fragen. Wenn Sie betrunken sind, dann? Kommt nicht vor, weil ich vertrage keinen Alkohol und deswegen trinke ich erst gar nicht viel. Was macht bei der Arbeit mit der U21 am meisten Spaß? Mit jungen Menschen umzugehen, die nach vorne zu bringen und dann auch mit meinem Staff einen super Rückhalt zu haben. Kosename für Ihre Frau? Biene. Capital Bra halte ich für ... Weiß nicht, was es ist. Instagram ist für mich? Bekannt, aber nutze ich nicht. Wenn Sie abends alleine im Hotel sind, dann? Habe ich am meisten Spaß, wenn ich das Licht ausmache, die Stille und die Dunkelheit genießen kann. Vielen Dank, Herr Kunz. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und die nächsten Videos gibt's hier, hier oder hier.